Durch die Luke kommen wir nicht durch. Geht's dir wirklich gut? Ich bin nüchtern genug, okay? Ich brauche keine Predigt. Das meinte ich nicht. Ich rede davon, was gerade passiert ist, da draußen. Ich will nicht darüber reden. Wir sind wegen des Verdachts gegen Olin hier, also tu, was du tun musst. Hat Olin dich je eingeladen? Nein. Ich habe ihn mal bis zur Tür gebracht, als er es nicht allein geschafft hat. Wir hatten da echt viel Intus, aber ich vertrag das. Eigentlich. Du sagst, Olin hat Verbindungen zum Königshof. Kennt er den Sonnenkönig selbst? Nein. Er war ab und zu Späher für den Hof und hat Adligen auch Schmuck verkauft, aber er hatte nie eine Audienz beim König. Wenn es stimmt und Olin Dreck am Stecken hat, dann hat Sonnenkönig Avad nichts damit zu tun. Das kann ich beschwören. Ich sehe mich um. Darum sind wir hier. Das scheint ein Bild von Olins Familie zu sein. Hier ist ganz schön viel Metall. Könnte genau das sein, was ich brauche. Sieht groß und schwer aus. Die richtet bestimmt viel Schaden an, wenn sie runterfällt. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Lass gut sein, Mädchen. Du verschwendest deine Zeit. Hier ist ganz schön viel Metall. Könnte genau das sein, was ich brauche. Sieht groß und schwer aus. Nur ein kleiner Schubser. Thank you.
Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Moment mal. Was ist denn jetzt? Gibt es hier Beweise oder nicht? Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem.